In Verbindung mit unserem lieben Freund Simon Kür ist es uns gelungen, ein paar Künstler hierher zu bekommen, eher nach Amrang zu bekommen, die Sie tatsächlich in Staunen versetzen werden und über die Sie herzlich lachen können. Und das freut uns besonders. Und so möchte ich jetzt das Mikrofon dann an die Künstler übergeben und freue mich, dass Sie alle da sind. Und viel Spaß bei unserer Show, viel Vergnügen und vielen Dank. Heutzutage nicht mehr so gesagt, dass man das macht, wodurch die Versuchungen zu Hause auch ziemlich groß sind. Hä? Ja, nicht das, was du meinst. Nix Hucker Hucker, davon rede ich nicht. Nein, nein, Gottes Willen, also machen Sie sich über das sowieso keine Gedanken mehr. Glauben Sie ja nie diesen Statistiken, von wegen der durchschnittliche Deutsche hat in der Woche 2-3 Mal Hucker Hucker. Ja, Scheißerl. Spätestens seit Einführung der Flat Screens ist überhaupt nichts mehr mit Hugger Hugger. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente soirée. Das ist meine Mutter. Also ich bin ja heute der. Also der, wie sagt man so schön, was hat der Regisseur zu mir gesagt? Ich bin der Moderator, der Conferencier, the MC, the Master of Ceremony. Verstehst du das? Ja, schon, das auf Deutsch heißt das Zeremonienmeister. Das ist sowas ähnliches wie ein Pfarrer, weißt du? Ja, auch halt einer, der sagt, wo es lang geht, weißt du? Und ich werde euch heute entsprechende Hinweise geben, wo es lang geht. Passen Sie bitte gut auf, weil ich stelle hinterher Fragen. Gell? Do you like magic? Yes. Me too. Do you want to see some magic? Yes. Okay. Was sehen Sie denn da?
Roter Teppichboden. 1000 Quadratmeter roter Teppichboden. Das kann sich heutzutage die Oscarverleihung nicht mehr leisten. Versteht's? Und der andere hat ein Gewerbe verlegt. Diese Wochenend-Cruiser. Sagt Ihnen das was? Diese ganz relaxten Typen, diese... Und er grunzt. Und die Sonne scheint. Und im Rückspiegel sieht er hinter ihm cruisen auch noch einige. Und wenn du tatsächlich mal überholen willst, dann gibt er Gas. Und hat in der Regel auch noch das fettere Auto. Und deswegen plädiere ich dafür, dass sämtliche Kfz mit Telefon ausgestattet werden. Von Haus aus. Und auf die Nummernschilder kommen dann die Telefonnummer. Kann ich ihn wenigstens anrufen? Verpiss dich, du Sack! Kennen Sie das? Zwei Socken gehen in die Waschmaschine rein, einer kommt zurück. Ich war schon mal so verzweifelt, ich habe die Auskunft angerufen und gesagt, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht sagen, wo meine Socken sind? Die Dame zögerte keinen Augenblick, sagt, schauen Sie mal hinter der Couch nach. Und da waren sie auch. Warten Sie. Oh, ja. So, die Blicke, wenn es euch freut, die Blicke, die ich da langsam schon kriege, jetzt mal, wenn ich da hin. Ist ja nicht so schlimm. Ein bisschen Aufmerksamkeit, wenn du daheim schon keine kriegst. Also, wie gesagt, Dankeschön. Deswegen, Kuckuck.